die Rintaler Fußballbegeisterte, herzlich willkommen, Schott ist halb hoch. Letzte Folge vor der Winterpause, wahrscheinlich falsch. Wenn wir schauen, wenn man noch etwas zu berichten hätte, allenfalls brutalste Transfermeldungen oder ein neuer Präsident, ein neuer Sportchef, dann machen wir vielleicht etwas. Aber wir sind flexibel. Wir sind flexibel, geplant ist im Moment nichts. Wir haben letztes Wochenende die letzte Runde gehabt, also die Göpp-Runde, noch zum Abschluss Göpp-Viertelfinals. Wir sind auf der GESA gewesen, ja, als Altstädte, Montlingen. Ist ein bisschen da, wo wir erwartet haben. Ja, Powerplay auf ein Goal. Dominant. Und ja, verdient gewonnen, ganz klar. Ja, bei Altstädte passt ja alles. Haben wir ja von Anfang an gesagt. Montling ein, zwei Mal ein bisschen von der Seite kommt auf Konter. Aber sonst hat ja nur Altstädte gespielt. 10 Minuten vor der Halbzeit schon aufgetragen, schon 2 Gänge rauf. Und schon ist 3-0 gewesen. Also sie haben eigentlich das Spiel vor der Pause, 35. bis zur Pause, innerhalb von 10 Minuten, 3 Goal, ist das Spiel entschieden gewesen. Wir kommen nachher noch ein bisschen auf Montlingen zu sprechen. Ja. Meine Altstädte hat eine brutale Vorrunde gespielt. 15 Spiele, 13, also Wettbewerb, Göpp-Meisterschaft, 15 Spiele, 13 gewonnen, 1 unentschieden und nur ein Spiel verloren. In Rorschach. In Rorschach haben wir auch gesehen, ja. Selbst heute eigentlich unnötig. Ja, also Schiri dort ein bisschen. Ja, gewaltige Vorrunde. Und wir haben viel über das Trio Infernale, das magische Dreieck, Schabani, Irisme und Huidur geredet. Die sind top, da können wir auch heute wieder bestätigen. Nur, wir wollen heute eigentlich auch einen Mittelfeldspieler mal ins Zentrum rücken, wo uns sehr gut gefallen hat. Und da meinen wir wirklich ernsthaft. Wir haben ihn schon als Waffenläufer betitelt, er hat einen speziellen Laufstil. Aber Top-Mittelfeldspieler, der Patrick Babic, macht auch noch ein super Goal am letzten Sonntag. Samstag? Siehst du? Altstädt ist für mich Sonntag, mein Heimspiel immer am Sonntag austragen. Göpp ist am Samstag, hast du recht. Ich verzeih dir. Kein Problem. Und wir haben jetzt uns gefragt, wie sich der so entwickelt hat. Und wir haben es jetzt herausgefunden. Schaut hier. Patrick Babic ist am Tag später, also 24 Stunden später, am Frauenfelder gestartet. Weißt du, wer der Frauenfelder ist? Ja, keine Ahnung. Der Frauenfelder, das ist eigentlich einer von den, wenn nicht der traditionsreichste Waffenlauf in der Schweiz. Waffenlauf in der Schweiz war sehr populär als früher noch. Da sind ja so Hast du den auch gemacht? Nein, natürlich habe ich keinen Waffenlauf gemacht. Aber mein Vater ist also sehr viel Waffenläufe gerannt. Also die Säcken im Kampfanzug, Knarre rein und so. Und Vollgas. Vollgas. Ist Marathon, Distanz. Okay. Ueli Maurer ist auch schon der Altbundesrat, ist auch schon der Frauenfelder gesegnet. Und der Patrick Babic. Quasi eben 24 Stunden nach dem Göpp-Spiel. Ja, die hätten noch 10 Minuten vorher rausgenommen, damit er noch eine Reserve hat. Ja, ja. Ist dann der Frauenfelder gesäckelt. Wahnsinnig. Kunstwerk sind die so gut. Das sind eben polysportive Typen. Appenzeller. Beim FC Altstädte, er ist ein Appenzeller. Ich habe nicht ganz herausgefunden, ob ein Innerrödler oder ein Aussenrödler. Schabani ist schon eigentlich ein Innerrödler. Ja. Appenzell-City. Der Babi ist, glaube ich, ein Aussenrödler. Ich habe gemeint, Tiefen. Ich bin aber nicht ganz sicher. Aber sonst wären wir da sicherlich erfahren. Kommen wir zum FC Montlingen, Jalsch. Wir haben ja schon gehofft, dass es vielleicht ist ein Göpp-Spiel. Im Göpp passieren immer komische Sachen, oder spezielle Sachen, überraschende Sachen. Da mal nichts überraschend. Da, was man erwartet hat. Erwartungsgemäßer Ausgang vom Spiel. Wie würdest du die Leistung von Montlingen jetzt kommentieren? Also die Leistung selber. Ja, es hat hin und vorne nicht gestimmt. Es ist, weißt, zweimal durch Führer auf das Goal, durch über die Zeit auf Konter. Aber sonst hat es gar nicht gepasst. Also, sonst ist ja nur Altstädt am Spielen gewesen. Es ist nur eine Frage von der Zeit gewesen, wenn keine Zeit. Und ja, also Montlingen, ja, wenn man böse meint, müssen wir sagen, es wäre schon ein Scherbenhaufen. Wenn jetzt du müsstest einschätzen, man hat gegen auch gewonnen, man hat verloren gegen den letzten Wittenbach und hat jetzt das Göpp-Spiel verloren gegen den zugegebenermaßen starken FC Altstädte. Aber wenn du Körpersprache anschaust, wie die Mannschaft so wirkt, findest du, zeigt der Trainerwechsel, zeigt der Wirkung? Nein, gar nicht. Im Derby vielleicht schon, dort haben sie auch von dir gewonnen, aber sonst, du gewinnst, verlierst gegen Wittenbach im Stand von 0-2, wo vorne bist, verlierst 3-2,
jetzt gegen Altstetten im Cup, das ist ja genau das, sie haben ihn zu verlieren gehabt, aber das hat man ihnen nicht angesehen. Es ist so ruhig vom Platz. Keine Spannung, nichts. Der Einzige, der ein Spannung gebracht hat, ist der Rechtsverteidiger, der Brasilianer, der ein bisschen führen will, Spiel bringen. Mit dem Schein dort, ja, die Zweikämpfe. Ein bisschen übertrieben, aber ja. Ja. Sonst kannst du eigentlich nur noch abwarten auf die Rückrunde, aber sonst kannst du Mordlinger nicht mehr sagen. Ja, ich sehe es ähnlich wie du. Es ist wenig Leben rum. Wirklich wenig. Es ist, jetzt noch ein Spiel nächstes Wochenende, Samstag oder Sonntag, in Valposchiavo, das Nachholspiel. Aber ich glaube, da, wo jetzt neben dem Platz passiert, weil, wenn es gewinnen könnte, das nochmal auf 3 Punkte an, oder? Wäre ja wahnsinnig gut wäre. Und sonst sind 6 Punkte, auch die sind machbar. Aber interessant ist jetzt ja, was passiert neben dem Platz? Und da läuft ja, ich glaube schon einiges. Ja, also man weiß ja die Transfers, was da alles über die Bühne gegangen ist. Mehrere sind noch im Gespräch, also da ist schon etwas im Gange. Das ist etwas Interessantes, oder? Über die Bühne gegangen sind, oder? Bestätigt, von Mundlingen ist noch kein einziger Transfer. Da muss man schon klar sehen, oder? Vielleicht kann ich noch Zeit, kein Internet in, also ein IT-Teiler von einer Ferie, man weiß es nicht. Aber wir wissen ja, dass da unter Dach und Fach ist. Also, ich weiß, was wir wissen ist, der Mikko gut Wittnau hat eigentlich die Arbeit gemacht, oder? Quasi von Mundlingen, und hat kommuniziert, dass er zu Mundlingen geht. Ja. Ist auch noch speziell, dass die abgebende Mannschaft kommentiert, von der Herren. Statt die anderen, oder? Ja, ist ja speziell, aber das ist ja wurscht. Und die beiden vom FCB, Ibrahimi und Lekai. Ich glaube, da kann man sagen, dass die fix sind, aber ich sage nochmal, es ist noch nicht bestätigt vom FC Mundlingen. Ich habe gestern mit dem Norbert Lüchinger Kontakt gehabt. Es ist, seine Ausführungen sind auch zu lesen im Artikel, den wir gemacht haben, im Zusammenhang mit dem möglichen, Betonung unterstrichen, gell, markiert, möglichen Transfer von Stefan Lukic. Stefan Lukic, das wäre so ein Glamour-Transfer, und darum haben wir heute gedacht, ja, nebst dem feinen Sonnenbräu, nebst den feinen Chips von heute, Spezialitäten AG, wäre doch jetzt auch mal ein gutes Stückchen Champagner, ein Moet haben wir da organisiert, allenfalls Tröpfen, oder? Allenfalls. Jetzt ja, nochmal. Also rein sportlich gesehen. Lukic wäre eine grosse Verstärkung. Sicher. Einverstanden. Sicher. Also spielerisch, er ist einer der Einzigen, der im Defensiven kann hinten raus spielen kann. Da können viele nicht. Viele hauen einfach den Ball blind führen, quer über den Platz. Gepflegter Spielaufbau. Genau, und er kann da und man weiß ja, er ist ein Krieger auf dem Platz. Also, der reicht es einmal durch. Darum ist es gut, wenn der Joshi einen unter Kontrolle hat. Das Treffen kennt ihn ja auch noch persönlich, privat noch gut. Also, die werden einen schon im Griff haben. Aber so einer tut sicher gut. Ja, vom Platz, spielerisch, wird der sicher Mundlingen weiterbringen. Ich glaube auch. Also, er ist ja sicher ein Spieler, der auch ein bisschen polarisiert. Hat er sich auch schon mit den Zuschauern angereiht. Und er ist auch mal gut dafür, dass er mal eine Gelb-Rote bekommt in der Nachspielzeit. Fußballer ist, wo man aber nicht diskutieren. Nein, diskutieren. Und er ist einer, der polarisiert. Ich glaube, wenn er gut geführt ist, könnte das eine super Geschichte geben auf dem Kolben stehen. Ja. Und er ist jetzt mittlerweile, ist er auch ein bisschen, und sind wir ehrlich, so Spieler sind nicht nur für uns Medien besonders, aber auch für die Zuschauer. Ist doch geil. Ja, sicher. Eben so ein Lukic, ein Shahin, Irismet, die ein bisschen Theater machen, wo wir auch dankbar sind. Wenn alle so brav sind, Hätten wir auch nicht viel zu berichten. Ja, ist so. Sind wir auch. Genial, haben wir noch gesagt, es ist natürlich schon so, gell? Mundlingen war eigentlich immer so ein bisschen bekannt gewesen. Man hat die Ordner gehabt und dann haben wir 2, 3, 4 Brasilianer. Externe. Meistens Brasilianer, hat man gehabt. Und jetzt habe ich so, aber das ist ein Gefühl, das ich habe, so ein Gefühl, es gibt einen Paradigmenwechsel. Also es gibt ein bisschen einen Wechsel von der Ausrichtung. Ja. Hast du das Gefühl auch ein bisschen? Ja, aber sie hätten, wenn es einen guten gibt, dann holen wir es holen. Aber ich sage jetzt nicht, dass die auf Nationalität oder so schauen. Die holen einfach, warum ist, wer gut ist, dann holt man jetzt einfach. Und da machen sie jetzt richtig. Sie gehen den richtigen Weg. Wenn du mich fragst, würden sie lieber gegen Valposchiavo nächstes Jahr spielen? Logisch. Natürlich. Jetzt hoffen sie, es schneit. Ja, es schneit, wie man oben. Gut, anscheinend spielen sie fix, sie spielen auf dem Kunstrasen, haben sie ja, Valposchiavo schon mitteilt. Also, ja. Sie trainieren schon auf Kunstrasen, um sich einspielen. Also, lieber, ja, sie können sie leider nicht mehr auswählen, jetzt findet das Spiel statt. Aber eben, dort runterfahren im Car, das ist so ein bisschen, wie wenn du auf dem Sofa schlafst, oder? Sofa schlafen musst. Ja, das ist etwa gleich, das ist anstrengend. Ist anstrengend. Ja, also sind wir weiterhin gespannt, was auf dem Kolben steht. Verlieren verboten. Das Spiel,
ganz ehrlich, ein Spiel für mich, ja, kein Ruckel. Viel entscheidender ist, was neben dem Platz passiert. Die 6 Punkte holen sie auf. Sowieso. Kein Thema. Nein, und ich bin gespannt einfach noch, wer denn wirklich schlussendlich kommt. Und ich glaube schon, dass es ein bisschen, jetzt seit der Norbert Lüchinger am Ruder ist sportlich, dass es ein bisschen anders wird laufen auf dem Kolben stehen in nächster Zeit und mit denen auch mittelfristig sportlich in den vorderen Tabellenregionen zu rechnen ist. Das ist so meine Einschätzung. Meine Einschätzung im Moment. Gut, wechseln wir den Sportplatz und gehen auf die schöne Wiesen. Ja, auf Kurwiesen. Kurwiesen. Auch Bernig. Ja, auch Bernig. Ganz ehrlich, wir könnten jetzt die alte Sendung führen, zupfen, wo du gesagt hast, Abschiedskandidat Nummer 1. Das kannst du nicht vergessen. Nein. Du musst jedes Mal erwähnen, jede Sendung. Ich weiss, es ist ein bisschen gemein, aber das ist ja auch so. Lieber eine wie du, die polarisiert, weil dann schaut man es auch, als eine, die immer schön brav ist. Es ist genau gleich wie bei den Spielern. Ja, aber da sind sie dann beleidigt. Ja, das ist ja die Gefahr. Das ist ein Tanz auf der Rasierklinge. Also. Ja, aber du machst das gut. Der Mario Basler lebt ja noch. Ja. Jetzt los. Im Göpp haben sie sich qualifiziert mit dem 3-2 gegen Eschbach, sind im Halbfinale. Meisterschaft, Platz 4. Platz 4. Also müsst ihr mit dem Teufel zu und her gehen, dass die noch in Abschiedskampf führen. Ich glaube, das ist vorbei. Eigentlich ist alles super. Aber. Ja, jetzt ist der neue Sportchef da. Ja. Der neue Sportchef ist da. Claudio Jung ist sicher ein Urauer. Hat auch schon Auermannschaften trainiert. Kennt sie hin und auswendig. Ein motivierter Mann, der da sicher wird versuchen, seine Handschrift reinzugeben. Jetzt haben wir ja gestern Nachmittag noch den Artikel drin gehabt, im Zusammenhang auch mit dem Interview mit dem Claudio Jung. Da ist ja ein bisschen unter dem Deckel, brennt es ein bisschen. Also, wir hören ja seit also eigentlich brennt es schon lange. Ja, es brennt eigentlich schon lange. Der Trainer wird ein bisschen kritisiert und so weiter. Eigentlich kannst du gar nicht kritisieren. Von der Mannschaft, ja, ich sage ja auch. Also, mit dieser sportlichen Performance. Kannst du nicht sagen. Halbfinale im Cup, vierter Platz. Gewaltig. Mit dieser Mannschaft. Gewaltig. Ja, es ist keine Übermannschaft. Nee, kannst du nicht mehr ausholen. Also, da bist du am Limit. Sind wir uns einig? Sicher. Sind wir uns einig? Sicher. Aber gleich der eine oder andere ist anscheinend nicht zufrieden. Ja, ja, und es ist natürlich ein neuer Sportchef, der vielleicht seine Leute platzieren. Gut, er hat im Interview klar gesagt, er will jetzt einmal die Situation analysieren, Gespräche führen. Schau richtig. Ist richtig. Und dann entscheiden. Das ist sicher kein klares Bekenntnis zum Roman Hafner. Ist aber auch kein Demontage von ihm. Sondern er hat aber gesagt, er lässt mal die Spieler an, oder? Was die sagen. Es bleibt irgendwie offen. Natürlich, da wäre natürlich eine Trainerentlassung mit dem Hintergrund von dem wirklich. Von dem Erfolg eigentlich in der Vorrunde wäre sicher sehr speziell. Und eigentlich wäre es unvorstellbar. Also es muss ja untereinander nicht stimmen, dass man einen raushauen würde. Weil wenn wir von außen betrachtet, kannst du ihn ja gar nicht. Nein, kannst du nicht raushauen. Nein. Also so ein Trainer hätte schon gerne mal einen gehabt. Ja. Das ist ja so. Nur wie der Lehrherr, der 13 Spiele gewonnen hat. Mich hat 13 Spiele nicht gewonnen. Ich habe aber, wenn du gerade ansprichst, Didi Metzler habe ich... damals an dritter Stelle haben wir uns auch müssen drinnen, weil er aber schon gesagt hat, er geht Ende Saison und mir ist dann heikel gewesen, wir sind voll im Aufstiegsrennen gewesen und darum haben wir uns getrennt, ist ein anderer Hintergrund gewesen. Wir sind dann nachher wirklich auch. Und dann hat man offen kommuniziert, was man da jetzt nicht macht. Ja, oder? Ja, sicher eine andere Konstellation gewesen. Und man kann das einmal schwer miteinander vergleichen, aber ja, sind wir gespannt, was da noch passiert. Ich glaube, sie wollen auch auf dem Spielermarkt noch der einen oder anderen verpflichten, wenn man hört. Zuerst muss man schauen, dass keiner geht. Ja. Das ist die erste Voraussetzung, die Mannschaft muss zusammenhalten. Ja, jetzt gehen ja nochmal zwei weg. Gemäss Aussagen von Claudio Jung gestern im Interview ist ja völlig klar, eigentlich gar keiner. Ja. Auf das Mal. Ja. Das ist spannend, oder? Ja. Das ist spannend. Aber der Claudio wird das gut übergebracht haben, seine Philosophie. Und es wäre ja auch denkbar, dass man die Konstellation jetzt mit dem Trainer so lässt bis nächsten Sommer und dass dem vielleicht ein neuer kommt. Von meiner Warte aus, Roman Hafner hat einen super Job gemacht. Punkt. Mehr kann er nicht rausholen, sorry. Du kannst aus Krupp nicht
Schnetzeln, so, das weißt du, wie ich meine. Der Club bleibt Club, fertig. Die, mehr aus denen kannst du nicht mehr aus dem Spiel, kannst du nicht mehr rausholen. Also 22 Punkte in der Vorrunde, dann stund ich, also ich habe es eh nicht gedacht, aber du, du hast also, es auch nicht gönnt. Gönnt schon vielleicht, aber nicht schon zutraut, oder? Nein, ich hätte Anfang der Saison bin ich auch eher ein bisschen skeptisch gewesen, aber also ich würde sie jetzt nicht als Kutt bezeichnen, es täuscht schon ein bisschen. Ja, also, man muss ja nicht immer alles wortwörtlich nehmen. Sie sind eh schon genug beleidigt. Also. Ja, eben. Also, die beiden Setzei, der Marino, Bojacki vorne, das sind Spieler, die ich als überdurchschnittliche Zweitligaspieler anschaue. Also, wir unterschätzen das auch ein bisschen. Als so schlecht sind die. Hey, ich finde, du hast genau die richtigen drei erwähnt. Vier. Wenn da noch mal zwei, drei gute kommen, ja, dann spielst du ziemlich ganz. Also, egal, es ist eine schwierige Saison. Aber dann wirst du Zweite. Also, Dauer sind nicht so schlecht. Sie haben uns auch unterhalten, sind wir ehrlich. Ja, sicher. Aber, also, in so viel Fettnäpfe treten wie die sind die Vorrunde, kannst du eigentlich nicht. Nein, aber auch drum, so Klüpp brauchen wir. Das haben wir gar nicht zu berichten. Ja. So, ja, also jetzt schliessen wir die Vorrunde ab. Und liebe Damen auf dem Kolbenstuhl vom Kiosk, jetzt machen wir es folgendermaßen. Wenn der Lukic kommt, wenn er kommt, wir sagen nicht, er kommt. Falls er kommt. Ja, also Prozent, dass er kommt oder nicht kommt. Was heißt also, was meinst du jetzt? Mohe-Prozent oder Alkohol? Nein, der Lukic ist der Mundlinge. Aha. Was heißt da? Zu wie viel Prozent? Ist das sicher? Oder dort? 51%. 51%. Diplomatisch. Ich sage 99%. Und eben, Ladies vom Kolbenstor, vom Kiosk. Weißt du noch, wie man den auftut? Kannst du da? Ja. Genau, machst du da. Genau. Jetzt verletzt mal kurz. Oh, Scheiße. Wir müssen noch Prisen. Ja, der Gordon Bleu. Wir müssen noch Prisen. Übrigens immer noch. Wir müssen noch eine Preisempfehlung machen, weil falls jetzt eben der Lukic 52% sollte zum Mundlingen, dann gehe ich schon davon aus, gibt Champagner künftig dort im Kiosk. Ja, da hast du ja vorgeschlagen, oder? Ja, jetzt müssen wir aber noch sagen. Also wenn wir schon zack haben, dann müssen wir noch. Was soll der kosten dort? Ja, haben wir gesagt, zwei blaue, oder? 200 Stutz. Es muss ja für den Verein etwas abwerfen, oder? Also da haben die Prager jetzt die Stossstrasse gesperrt. Der Soschi hat den Hirsch gesprungen, Touristen zeigen und das Montlinger könnte jetzt für 200 Schutz eine Flasche Moje verkaufen. Fabian, oder? Siehst du auch so. Und so könnte man eigentlich den Transfer refinanzieren. So, wunderbar. Wir müssen euch nicht mehr länger aufhalten. Stoßen wir an. Liebe Fabian, das ist unsere charmante Kamerafrau. Also Kamera, sie ist zusammen da, zum Wohl. Sie ist, ja, aber gerne, haben wir ab und zu einen Ton gehabt, oder? Also. Wir wünschen euch gute Zeit. Wie gesagt, wir kommen nächstes Jahr wieder, wenn es richtig Rückrunde geht. Falls es noch etwas Spannendes gibt, machen wir die Saison selbstverständlich nochmal eine Sendung. Also bis dann. Ciao miteinander. Zum Wohl. Tschüss.